Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Das ist Soul Gambler, ein bisschen älteres Indie-Game, aber trotzdem ein Indie-Game mit Charme. Das Lustige ist, ich wollte euch das schon mal irgendwann vor Jahren vorstellen. Da lief es nicht, mittlerweile läuft es. Es soll ja auch nochmal Indie-Games geben, Zwinker, Zwinker in Richtung Deutschland, die irgendwann hoffentlich auch mal wieder laufen. Dann würde ich euch das auch zeigen. Aber das Ding, wie schon, hatte ich damals eben Key bekommen, konnte ich eben nicht zeigen, weil im Arsch. Deswegen nochmal hier. Sorry an die Macher, aber ging nicht. Ich hätte ja gern. Das kann man übrigens dann den Programmierern schreiben. Die wissen dann auch Bescheid, weil das, denke ich, gehört zum guten Ton. So, ich habe schon mal ein Game gemacht. Ihr seht auch schon mit 11%. Ich habe das einfach mal durchprobiert und ich würde jetzt einfach mal spaßeshalber genau das Entgegengesetzte machen. Das heißt, wir gucken mal einfach rein. Ich weiß nicht, wie lang das Game ist. Hier will ich auch mal gucken, ob es da irgendwie ein Let's Play zu gibt. Vielleicht mache ich davon nämlich mal mehr, weil ich finde den Stil gut. Ihr wisst ja, ich bin ja ein Fan von diesen Point-and-Click-Sachen. Und das ist gar nicht schlecht. Ich fand den Grafikstil auch gut. In meinem Leben passierte nichts. Oder, ja, doch. Kann man so lassen. Nichts hat sich geändert. Die ganzen Tage waren wie immer gleich. Ich habe überlegt, ob ich nicht irgendwie einen Abschluss mache und dann irgendeinen spannenden Job in einer großen Firma bekomme. Aber dann bin ich hier geendet, in diesem unglaublich deprimierenden Büro. Nach allem, egal wie mittelmäßig es ist, die meisten meiner damaligen Schulfreunde haben noch nicht mal geschafft, so einen Job zu bekommen. Faust, Wissensstatus der Geburt! Faust, ne? So würde ich auch genannt werden. Ich mach sie fertig. Was hätten sie schon tun sollen? Da ist ein Ding. Später. Am Nachmittag. Ein. Ja, in dem Fall Human Resources. Ein. Jemand von der Personalabteilung wird kommen und mal hier ihre Bereitschaft mal zur Leistung sich ansehen. Okay. Ich habe den ganzen Nachmittag gearbeitet und dachte, was wird schon passieren, wenn ich meine Arbeit beendet habe? Und dann kam der HR-Employee. Also, ne? Human Resources, Personalmanagement halt, ne? Ich war nicht gerade wahnsinnig freudig erwartend auf diesen Assessment. Da hätte ich nämlich keine Entschuldigung mehr gehabt, diese beschissenen Reporter oder Reports zu beenden. Sie sind verausstimmt? Der eine und einzige, ja. Können Sie dieses Blatt für mich mal ausfüllen? Sicher, warum nicht? So, jetzt haben wir nämlich ein paar Sachen. Da ich jetzt aber grundsätzlich hier mal die Antinummer mache und weiß, was da alles so auf uns zukommt, machen wir es so. Ach, du wurdest ja am selben Tag geboren wie mein Sohn. Ja, es ist ja auch nur eine 1 zu 365 Chance. Nicht gerade wirklich ein Wunder. Okay, das ist alles, was ich brauche. Danke! Wie jeden Tag verließ ich die Arbeit und ging zur Bushaltestelle. Der Bus hatte weniger Personen diesen Tag. An diesem Tag. Nur mich und eine alte Lady. Sie trug seltsame Klamotten. Ein komischer Mix zwischen einer... Ja, ich sag mal, Zigeunerin, Bettlerin und verrückten Professor. Es sieht aus, als wäre dein Tag nicht so toll gewesen, nicht wahr, Junge? Das können Sie laut sagen. Ich sehe deine Zukunft, ja. Deine Zukunft ist vielversprechend. Lass mich deine Zukunft lesen.
Gib mir ein paar Münzen und ich werde deine Zukunft nennen. So, ist klar, was jetzt kommt? Eigentlich sagt man natürlich ja, weil man ist ja ein guter Kerl, aber natürlich sei das nicht. Bist du sicher? Hast du nicht ein paar Münzen? Siehst du? Ich weiß ganz genau, was ich in meiner Tasche habe. Und ich habe keine. Okay, aber pass auf dich auf. Mein Bus ist da, ich muss los. Weil eine ungewisse Zukunft ist eine gefährliche Zukunft. Ich stieg in den Bus, so schnell wie ich konnte. Ich wollte nur von dieser alten, verrückten Frau weg. Dann war ich zu Hause. Aber es fühlte sich nicht gut an. Geil, die hard, Sky. Passiert tatsächlich was anderes. Mein ganzer Körper schmerzte. Mein Kopf drehte sich. Und mein Verstand wurde nebelig. Meine Augen fühlten sich schwer an. Meine Beine blockierten. Und dann wurde alles schwarz. Ich wachte auf einer Liege auf. Da waren Geräte an meinen Körper befestigt. Du bist wach. Das ist unerwartet. Wie fühlst du dich? Müde. Schwach. Sterbend. Was ist passiert? Wir sind nicht sicher. Aber eins wissen wir. Du wirst sterben. Das ist das Einzige, was wir derzeit sagen können. Deine Gesundheit wird immer schlimmer. Und wir wissen nicht, was da passiert. Ich verstehe das nicht. Wie bin ich hier hingekommen? Ein Passant aus einem Gebäude in deiner nahe deiner Wohnung sah, dass du zusammenbrachst und hat den Notarzt gerufen. Du kannst glücklich sein, junger Mann. Sonst wärst du schon tot. Das war wirklich seltsam. Nicht der Fakt, dass als würde ich sterben. Aber so, als wär's der letzte Strohhalm. Das wirklich seltsame war, dass es Gebäude nahe ein abgerissenes Gebäude war und ein verlassenes Gebäude. Und es war drei Blöcke davon weg. Bleib einfach ruhig. Du musst dich erholen. Ich habe schon mehrere Studien angefordert, um zu verstehen, was mit deiner Gesundheit ist und was mit dir passiert. Wenn du was brauchst, ruf die Schwester. Ich konnte die komplette Situation nicht verstehen. Ich fühlte mich verwirrt. Ich fühlte mich schwach. Ich versuchte zu sprechen. Ich versuchte zu fragen, aber ich konnte nicht. Nicht lang nachdem, ein bekanntes Gesicht kam durch die Tür. Es ist Zeit für deine Medizin. Die Szene war bizarr. Ich konnte es nicht glauben. Es war die alte Frau von der Bushaltestelle, verkleidet als Schwester. Ihre Klamotten sahen aus wie ein Halloween-Kostüm, als eine richtige Uniform. Natürlich. Was hast du mit mir gemacht? Ich habe gar nichts getan. Du hast dein Schicksal verleugnet. Ich habe dich davor gewarnt, dass sowas passiert. Und es wird schlimmer. Und nichts können diese Ärzte tun, um das herauszufinden, was falsch mit dir läuft. Aber da ist ein Weg, wie es dir besser geht. Schwindel. Und alles war da. Alles war verrückt. Es war das gleiche Krankenhaus. Aber sehr bizarr. Du brauchst nicht zu sterben, Faust. Ich bin deine Führerin. Ich bin hier, um dich zu helfen. Dich zu beraten. Und dir es gut gehen zu lassen. Du bist wach. Du kannst die Realität sehen.
die unter dem ist, was das normale menschliche Auge sieht. Es ist derselbe Platz. Was sich geändert hat, ist deine Vorstellung der Realität. Du bist einer der wenigen, der die Möglichkeit hat, seine Wünsche in Wirklichkeit werden zu lassen. Das hört sich zu gut an, um wahr zu sein. Ja, es hat einen Preis. Der Preis ist deine Seele. Aber nicht die komplette Seele. Nur ein kleines Teilchen davon, um deine Wünsche zu erfüllen. Und um den Pakt abzuschließen, musst du Zugang zu einer magischen Kreatur bekommen, die wirklich deine Wünsche wahr werden lässt. Er wird erkennen, wonach du fragst. Es ist deine Wahl, deine Seele zu benutzen. Nun tu es. Du kannst den Pakt zu dem Zugang zu deinem Dämon haben und es wird dich nichts kosten. Ich fühlte etwas in meiner Hand. Ein Dolch. Du musst nur deine Hand mit dem Dolch schneiden. Mach den Pakt. Nein! Ich fühlte Schwindel und das Krankenhaus wurde wieder normal. Nun? Du lässt mir keine Wahl. Ich hätte es schmerzloser machen können, wenn du es selber getan hättest. Sie nahm den Dolch, den ich fallen ließ, griff meine rechte Hand und machte den Schnitt. Kein Blut kam raus, aber der Schmerz war immens. Ein verdammt schwerer, harter, heißer Schmerz. Ich fühlte, dass meine komplette Seele mit dem flammenden Dolch rausgetrennt wurde. Ah, du kannst das nicht machen. Und warum nicht? mein freier Wille. Ah, es ist wahr. Ich kann dich nicht dazu bringen, deine Seele zu verkaufen. Aber es ist ja erstmal nur der Pakt. Es tat immer noch weh. Aber statt dass da eine Wunde war mit voller Blut, wie ich es erwartet habe, da war nur eine helle blaue Linie auf meiner Hand. Sieh in den Spiegel und akzeptiere den Handel, den der Dämon mit dir machen wird. Ich sah in den Spiegel, aber was ich da sah, war nicht meine Spiegelung. Es war ich, eine Version von mir, eine einfachere Version, mehr binär, gemacht von Wünschen. Für 10% deiner Seele kann ich deine Krankheit retten. Es war merkwürdig, wie meine absonderliche Spiegelung auftrat in so einem trivialen Ton für den Teil meiner Seele. Du kriegst gar nichts. Aha, du bist stur, hm? Okay. Dann werde ich dich jetzt so lassen, wie du bist. Viel Glück. Sie verließ meinen Raum und innerhalb von Minuten wurde der Schmerz immer schlimmer. Der Schmerz war zu stark. Der Schmerz war überwältigend. Die Tage gingen vorbei und ich litt immer mehr mit dem Schmerz. Kein Painkiller half. Ich würde all den Schmerz
wieder spüren. Diesen nicht tolerierbaren Schmerz. Doch dann schwanden mir die Sinne. Ich wachte auf und ich hatte keine Idee, was mit mir passiert war. Aber ich fühlte mich besser. Die Schwäche und der Schmerz waren weg. Und wie fühlen wir uns? Besser. Viel besser. Was ist passiert? Ich kann das auch nicht erklären. Deine Situation wurde immer schlechter. Wir wollten dich in ein Koma bringen. Und dann plötzlich ging es dir auf einmal wieder besser. Und was nun? Du bist außer der Gefahr. Du wirst für ein paar Tage unter Beobachtung bleiben. Damit wir sicher sind, dass dir es nicht noch wieder passiert. In ein paar Tagen verließ ich das Hospital und ging nach Hause. Jetzt bin ich wieder zu Hause. Auf einmal sah ich wieder eine dunkle Vision der Realität. Ich sehe, du hast den Pakt gemacht. Ich kann die Stelle oder ich kann das Zeichen an dir spüren. Hast du jetzt entschieden, was dein erster Wunsch sein wird? Noch nicht. Wie ich es mir dachte. Soll ich vielleicht mal Vorschläge machen? Du scheinst nicht ganz so helle und intelligent zu sein. Und auch nicht fit, um die Welt zu verstehen. Hast du dir immer schon gedacht, wie es wäre ein intelligentes... Intelligenzbestie, wie mit großartigem Verstand wie Einstein oder Newton zu sein? Für 10% deiner Sohle, deiner Seele kann ich dir einen unglaublichen Intellekt verschaffen. Nein, ich bin froh, wie ich jetzt gerade bin. Du weißt es besser, ha? Dieser Wechsel hätte nützlich sein können. Ich denke, du solltest dich ausruhen und relaxen. Dein Leben wird genauso hart und langweilig sein, wie es vorher war. Bis bald. Bye, bye. Mit einem Blinzeln eines Augenblicks war sie weg und ich war wieder in der echten Welt. Es war spät und ich habe mich entschlossen zu schlafen. Das war nur die Vorgeschichte. Jetzt wisst ihr, glaube ich, was ich meine, was ich ganz gut finde an diesem Game. Und jetzt bin ich mal im Deal nicht eingegangen. Sonst kann man halt, wenn man schon halt zum Dämon wird, kann man schon richtig loslegen. Man hat da schon schöne Fähigkeiten. Die ganzen Fähigkeiten da unten, die Skills wachsen dann. Also man kann ja unterscheiden, was man dann gerne hätte. Und kann pausenlosen Blödsinn machen. Und diese Seelenanzeigen, die jetzt bei 100 ist, das kann man also dann wunderschön nach unten fahren. Das heißt also, man kann sich wirklich, in Anführungszeichen, ne, dem Dämon ergeben. Dafür hat man dafür auch alles. Ne? Das ist wieder die übliche Geschichte. Ich meine, ihr kennt das vielleicht von Shadowrun, wo das ja auch so ist, wenn man da irgendwie seine ganzen Körperteile abgibt. Irgendwann hat man halt keine Menschlichkeit mehr. Dafür ist man allerdings ein Cyborg, Mächtigkeitsstufe 400. Hier ist es ein bisschen anders. Ja, dann würde ich sagen, das war Soul Gambler. Ihr könnt ja mal entscheiden, ob ich da ein bisschen mehr was von machen soll. Ich finde den Comic-Stil ganz putzig. Ich denke, da kann man auch ein paar, ich sag mal, mindestens zwei Playthroughs machen. Das geht auch relativ einfach. Und dann gucken wir, was noch so ist. Ich bin euer Mr. Werner 1974, sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.